der Podcast für Männer mit Seele. Hier ist wieder für dich Markus Lehmkuhl. Und das heutige Thema lautet: Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum? Hinterfrag dein Glück. Und vermutlich kommt dir diese Satzstellung sehr bekannt vor. Und genau daher, wo du sie kennst, davon habe ich mich inspirieren lassen. Und vielleicht kennst du und andere von euch noch die Sesamstraße. Und genau damit fing das früher an. Da wurde schon hinterfragt. Wer, wie, was, wieso, weshalb, warum? Also, hinterfrag mal dein Lebensglück. Und jetzt gleich nachfolgend habe ich das für dich in einer, ich glaube, entspannten und relaxten Atmosphäre gemacht mit einer entsprechenden Hintergrundmusik. Und genieß die Sonne draußen. Genieß das schöne Wetter, wenn du das heute hier hörst. Wenn es dieser Podcast zum ersten Mal ausgestrahlt wird, haben wir den 19. November eine wunderschöne Herbstsonne. Es ist knackig kalt, die Sonne scheint dir ins Gesicht. Stell dir vor, du sitzt draußen mit der Sonnenbrille, lässt dir die Sonne ins Gesicht scheinen, schließt die Augen und lässt einfach mal die Musik wirken. Und solltest du dieses Stück irgendwann später hören, dann stell dir das einfach so vor, wie ich es dir eben beschrieben habe. Und lass deine Fantasie blühen und egal wie und wo du bist, wie schön oder wie schlecht das Wetter ist, lass die Sonne scheinen, lass sie dir ins Gesicht scheinen, schließ die Augen, denke nicht nach, höre einfach zu und genieße und wünsche dir damit viel Spaß, viel Inspiration, viele Impulse. Denk einfach weiter nicht drüber nach. Und wenn es dich interessiert, woher diese Inspiration kommt, habe ich dir nachher noch in die Shownotes eine Verlinkung gemacht zur Anfangsmelodie der Sesamstraße. Und dann lass doch mal alte Kindheitsgedanken wieder hochkommen. Also in dem Sinne, einen kindlich sonnigen Sonntag wünsche ich dir. Dein Markus Lehmkuhl. Wer bist du? Und was willst du? Sind das wirklich nur die einzigen beiden Fragen, die du für dich in deinem Leben beantworten möchtest? Oder vielleicht beantworten musst? Glaubst du, dass das Leben wirklich so banal ist? Dass es so einfach ist? Wie fühlt sich das für dich an? Die Frage, wer bist du? Was kann denn da für dich die Antwort sein? Wer ist ich? Was macht dich aus? Wann und wie fühlst du dich gut in deinem Leben, in deinem Alltag? Welche Umstände sind das? Welche Umstände genau? Und fällt dir gerade auf, dass du dir diese Frage allzu selten stellst? Wer bin ich? Bin ich der, zu dem ich gemacht wurde? Oder habe ich das Leben, was ich jetzt lebe, selber erschaffen? Was glaubst du? Wie viel du selbst bist du? Und wie viel du selbst lebst du? Heute? Wie viel davon ist dein Anteil? Und wie viel davon ist das, was dir gesagt wurde, was dir beigebracht wurde? Und wie viel davon ist das, was alle anderen auch tun? Wie sehr folgst du dem Weg der anderen und wie groß ist dein Mut, auszuscheren? Wie groß ist dein Mut, auf Regeln, auf Gewohnheiten zu scheißen? Dass sie dir egal sind, weil du dir wichtig bist. Wie sehr kannst du das leben? Wie viel hält dich davon ab?
Mund. Was willst du? Wie klingt die Frage für dich? Zu banal? Muss die Frage für dich komplizierter sein? Weil du glaubst, das Leben ist doch wesentlich komplizierter? Als es nur auf diese beiden Fragen herunterzubrechen, wer du bist und was du willst? Aber wenn du fühlst, was du willst, hast du dann nicht gleichzeitig die Antwort darauf, wer du bist und wer du sein willst? Warum fällt es dir so schwer, diese Frage, was du willst, zu beantworten? Wie viele Menschen in deinem Leben haben dich gefragt, was du willst, was du wirklich willst, was du brauchst, was du magst, was du liebst, wie du dich ausprobieren möchtest, wo dein Platz im Leben sein könnte? Wie viele Menschen haben dir aber gesagt, was du sein sollst, was du tun sollst, was alle anderen ja auch tun, weil man es ja gut mit dir meint und weil alle anderen es ja auch so tun, weil uns geht es ja gut. Wie gut geht's dir denn? Wie zufrieden bist du denn? Was willst du wirklich? Und wo willst du das? Mit wem willst du das? An welchem Ort willst du das? Mit welchem Partner willst du das? Mit welchen Freunden? Mit welchen Nachbarn? In welchem Land? In welcher Nachbarschaft? Mit welchen Familienmitgliedern? Welche Hobbys möchtest du dafür ausleben? Welche sind das? Wie intensiv sind die? Was interessiert dich noch in deiner Freizeit? Was du willst? Was dich glücklich macht, was dich fasziniert, wo du eine automatische Faszination verspürst. Was ist das? Wie ist es mit deinen Finanzen, mit deinem Wohlstand? Fühlst du dich wohl damit? Was willst du dort? Willst du viel? Willst du wenig? Hast du dir mal die Frage gestellt, wie viel und was davon für dich passend ist? Geht es dir darum, dass du dich damit wohlfühlst? Oder wie sehr ist es wichtig für dich, dass andere glauben, dass es dir gut geht, dass du es geschafft hast, dass du Bedeutung hast, dass du es drauf hast? Und wie sieht es aus mit deiner Gesundheit? Was willst du dort? Wie willst du das leben? Wie kann das aussehen? Was kannst du mehr für dich tun? Wie sehr kennst du dich? Wie sehr weißt du, was du brauchst für deine Gesundheit? Um gesund zu leben, nachhaltig gesund zu leben. Wenn du dir all das da draußen betrachtest, die Krankheitsraten, die raketenartig steigen, die Burnout-Quoten, die raketenartig steigen, wie sehr stellst du das Leben, dein Leben in Frage, nicht auch dort zu landen? Wie sehen denn die Strategien der Menschen aus, die dorthin kommen? Und wie sehr sind diese Strategien auch deine Strategien? Wie hast du Leben gelernt? Wer hat dir Leben beigebracht? Also was willst du wirklich in deinen Lebensbereichen? Wie willst du deine Partnerschaft leben? Und leben, wie intensiv? Wie mutig bist du, das zu äußern, was du willst, was du dir wünschst? Wie sehr äußerst du das und wie sehr hältst du dich zurück? Welche Gedanken lässt du nicht zu und sprichst du nicht aus deinem Partner gegenüber? Und wenn du dir all diese Fragen gestellt hast, frag dich, warum willst du das alles?
wenn du die Antworten gefunden hast, die dir vielleicht so schwer fallen, weil du nie Gelegenheit hattest, weil du nie die Gewohnheit hattest, diese Fragen zu beantworten. Aber frag dich, warum willst du das? Wenn du das Warum zulässt, fragst du immer nach innen, richtest du deine Aufmerksamkeit auf dein Herz, auf deine Zufriedenheit. Ein Warum erzeugt immer ein Gefühl in dir. Wie sehr lässt du Gefühle zu? Wie sehr lässt du das zu? Wie mutig bist du, hinzuschauen, um vielleicht eine Leere dort festzustellen, wo Fülle sein sollte in deinem Herzen, weil du bisher nicht dein Leben gelebt hast, deine Lebensstrategie dem nicht angepasst hast, vielmehr das gelebt hast, was alle anderen auch leben, was 97% der Menschen leben, die einfach blindlings einer Masse folgen. Wie sehr willst du zu den 97 gehören und wie sehr willst du zu den 3% gehören, die ausscheren und sagen, ich fülle mein Herz und ich habe den Mut, hinzuschauen, wenn dort Leere ist. Weil wenn sie da ist, ist sie da. Du kannst sie nur einpacken und verhüllen und verhüllen. Und Persönlichkeitsentwicklung kann auch für dich bedeuten, genau das zu entwickeln und zu gucken, was ist. Denn das, was ist, ist eh schon da. Das ist die Realität. Wie mutig bist du, dahin zu schauen? Und wie sehr willst du das, es dann in die Hand zu nehmen, anzupacken und zu verändern? Und zwar mehr und mehr dahin, was du willst, um herauszufinden, wer du bist, um die Frage zu beantworten, warum du das alles willst. Weil mit dem Warum und mit jedem beantworteten Warum kommst du dir, deinem Herz, deiner Lebenszufriedenheit und deiner Liebe näher. Kommst du dem näher, wofür du dich magst, mehr und mehr magst. Jeder Schritt lässt dich lieben, und zwar dich selbst. Wie sehr schaust du in den Spiegel und kannst dich anlächeln und sagen, ich bin der Unternehmer meines Lebens. Ich unternehme, ich arbeite, ich gestalte mein Leben. Ich gestalte meine Identität. Wer du bist, das ist deine Identität. Und die Identität und deine Identität und die Gestaltbarkeit deiner Identität sollte immer darin enden, ein weiteres Warum zu beantworten. Deine Identität sollte darin enden, dass du dich am Ende für all das, was du gestaltet und was du tust, bei allen Höhen und Tiefen in den Spiegel schauen kannst und lieben kannst, dass du dich magst, dass du dich anlächeln kannst, dass du dich annehmen kannst, egal was da ist, weil es ist eh schon da. Aber es nicht weiter hinnehmen möchtest. Und du springst als einer der 97 auf die andere Seite der 3. Und dir ist es egal, wie die 97 gucken. Weil die 3, die sehen glücklich aus. Die lächeln. Die strahlen. Strahlen können nur die, die lächeln aus einem vollen und immer vollerem Herzen heraus. Und alle anderen sind verstrahlt und haben die Chance, jederzeit diese Seiten zu wechseln. Wie sehr willst du auf unsere Seite kommen? Wie sehr willst du das?